Heute soll es mal um eine der häufigsten Fragen gehen, die ich so gestellt bekomme. Und zwar, was mache ich mit Königinverlusten im Winter oder auch im Frühjahr? Ja, ihr könnt ja eure Lösungsvorschläge, wenn ihr welche habt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann lernt wieder jeder was davon oder kann was davon lernen. Ja, besser noch als mit Königinverlusten umzugehen im Winter oder im Frühjahr ist natürlich Königinverluste zu vermeiden. Und da mache ich zwei Sachen. Ich setze mich mal kurz hin, weil ich bin in der Hüfte nicht so fit. Eine ungünstige Zeit für einen Imker. Aber mei, da muss man durch. Auf jeden Fall. Ist natürlich klar besser, Königinverluste zu vermeiden. Und da mache ich zwei verschiedene Sachen. Ich meine, in allen meinen Videos, glaube ich, oder in den meisten, sage ich ganz klar, okay, so wenig wie möglich im Winter an den Waben rumwursteln, sagen wir hier, ne? Also lasst die Waben beisammen, lasst das Brutnest beisammen, weil alles, was ich auseinanderziehe, kann mir jedes Mal die Königin abhanden kommen. Ne? Ist jetzt nicht so arg wahrscheinlich, aber kann passieren. Also davon bin auch ich nicht gefeit, obwohl ich ja doch einiges in Erfahrung habe. Und deshalb ist es für mich wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen in diesen Wintermonaten. Da zählt auch noch der März dazu. Im Prinzip zählt dazu, bis es wieder Drohnen zur Begattung gibt, so wenig wie möglich ein Brutnest zu machen. Ne? Also Königin, ob die Königin da ist, ob das Volk in Ordnung ist, sehe ich am Flugloch. Ne, kommen Pollen, wie fliegen sie? Ich kann es von oben, ich mache den Deckel auf und schaue von oben rein. Da kann ich relativ viel erkennen. Und mit ein bisschen Erfahrung kann man da wirklich viel erkennen und vor allem, ob die Königin in Ordnung ist. Es gibt eigentlich, wenn ich mir unsicher bin, klar mache ich beim Dadant, habe ich ja diesen Vorteil, ich kann die Wabe ein bisschen auseinanderziehen und dann einfach schräg reinschauen in das Brutnest und dann sehe ich, ist verdeckelte Brut da oder nicht. Und dann sind wir da einfach bei diesen minimalistischen Eingriffen, wie ich das so bei mir einfach, was sich bei mir so als Erfahrung gezeigt hat, was sehr sinnvoll ist, um Königinverluste im Winter zu vermeiden. Dann natürlich, um das zu vermeiden, ist es auch, finde ich, unheimlich wichtig, junge Königin. Also das ist so meine Erfahrung, je älter die Königin ist, die in den Winter geht, umso größer ist einfach die Gefahr, dass sie verlustig wird, dass sie drohnenbrütig geht. Deshalb schaue ich in meinem Betrieb eigentlich, dass ich relativ junge Königin habe, also Nulljährige, ein Verkehr ist hier, Nulljährige oder einjährige Königin. Klar, sind auch Zweijährige mal dabei, das ist so. Aber im Prinzip, dass die relativ jung sind. Und dann ist es auch so, finde ich, noch ein bisschen die Volksgröße. Das mag jetzt ein relativ untergeordneter Punkt vielleicht sein, aber jeder, wo länger imkert, weiß es oder hat es wahrscheinlich schon mal ge gehabt, dass, wenn sie schwächer sind, kommen sie prinzipiell schlechter durch den Winter. Und umso schwächer ein Bienenvolk ist, umso mehr muss es einfach betüttelt werden. Ne? Und das sehe ich auch bei meinem Lösungsansatz, was ich eigentlich so standardmäßig fahre. Meine Ausnahmen gibt es immer. Aber ich mache mir einfach junge Völker, kleine Völker, im Dadant so 2 bis 3 Wabenbienen und im Zander eher so 3 bis 4 Waben, vielleicht auch mal 5 Waben, also relativ schwache Völkchen, die ich mir als Reserve mit in den Winter nehme. Ne, diese Bienenvölker werden zur Frühtracht nie Honig bringen. Aber da habe ich einfach meine Ersatzkönigin mit Bienen. Ja, und dann kann ich einfach, wenn ich dann im Frühjahr feststelle, okay, ich habe hier ein Problem, die Königin fehlt, das ist drohnenbrütig, dann kann ich die einfach aufsetzen, sage ich jetzt mal salopp, oder im Dadant kann ich sie dazu hängen. Und dann habe ich 2 wesentliche Vorteile. Ich habe das Volk, das eigentlich schon ein bisschen geschwächt ist, weil es vielleicht eben schon eine Brutpause hat, wo es normal schon brüten würde und wachsen würde. Das bekommt die Königin wieder neu, also als neuen Start und bekommt noch Bienen dazu und Brut.
Also ist im Prinzip so ein bisschen breiter saniert, ne? Auch in der Stärke saniert. Und es ist ein relativ einfacher Arbeitsaufwand, ne? Für mich jetzt. Weil die Königin jetzt die andere Lösung, was ja auch viele machen, ist, ich überwinter im Mini Plus, ich überwinter im Begattungskästchen. Da brauche ich sehr viel Tüttelarbeit, ne? Dass die durch den Winter kommen, so winzig kleine Völker. Das ist mit so einer Standmaßüberwinterung mit schwachen Völkern aus meiner Sicht viel einfacher. Und ich habe die einfach zugehängt und fertig. Ne? Habe dann im Prinzip jedes Volk, wo ich da so erwische, im Frühjahr, kann noch in die Frühtracht kommen. Ich meine, manchmal funktioniert es auch nicht, aber das ist wie bei uns Menschen, manche Sachen weiß halt nicht, warum die nicht funktionieren. Aber das ist so im Prinzip mein Rezept. Klar, wenn ich jetzt, du brauchst ein bisschen Aufwand, du musst diese Reservevölker erstellen, du musst sie einwintern. Das lohnt jetzt nicht wahrscheinlich, wenn ich zwei, drei Völker habe. Ne? Also das muss man klar sagen, weil so hoch ist dieser Königinverlust ja auch nicht. Ne? Also von Natur aus, durch das, wie ich jetzt arbeite, würde ich mal sagen, habe ich es nahezu ausgeschlossen, dass ich Königinverluste habe, weil ich da in den Bienenvölkern irgendwas mache im Winter und die zerdrücke. Also Imkerfehler schließe ich eigentlich aus. Und dann habe ich so im Prinzip diesen natürlichen Verlust, wo halt schief geht, weil die Königin die Qualität nicht hat, weil sie vielleicht mit dem Schaden in den Winter geht oder weil sie den plötzlichen Bienentod stirbt oder sonst was. Das sind nicht viele. Also ich kann es euch nicht genau sagen, aber in meiner Betriebsgröße habe ich irgendwo meistens, das ist ja auch wie es wird und wie ich gute Königin im Sommer noch übrig habe, irgendwo zwischen 10 und 20 so Reservevölkchen. Und da, oder Völker, und da habe ich eigentlich immer was übrig. Und entweder, wenn ich sie nicht brauche, ne, das ist ja auch noch das Schöne, dann lasse ich sie einfach stehen, dann kann ich sie zur Waldtracht oder zu einer späten Tracht, sind die dann auch trachtreif. Oder wenn ich sage, okay, ich will die jetzt unbedingt noch in den Raps schmeißen, dann setze ich einfach zwei zusammen. Ja, und dann habe ich auch mein Volk, das im Raps Honig bringt. Die Alternative ist natürlich, ich kaufe irgendwie eine Königin, die sind, weiß ich nicht, ob die verfügbar sind, das habe ich noch nie gemacht im Winter. Relativ teuer habe ich gesehen, gibt es schon welche, aber da muss ich die auch noch in das Bienenvolk bringen. Und deshalb ab einer bestimmten Völkernzahl finde ich eigentlich meine Methode da ganz interessant. Wie gesagt, es gibt auch die Mini-Plus- oder Begattungskästchen-Überwinterung, gibt es auch, aber ich finde, da habe ich halt einfach mehr Aufwand und habe halt nicht dieses Standmaß einfach. Prinzipiell muss man sagen, wenn man eine Königin kauft in den Monaten mit R, kriegt man die ja relativ einfach ins Volk. Also von September an bis März, es ist eigentlich relativ einfach, eine fremde Bienenkönigin ins Volk zu bekommen. In den anderen Monaten ist, weiß jeder, und welchen Imker, ist es einfach ein bisschen schwieriger. Ja, das war es eigentlich jetzt von meiner Seite jetzt zum Thema Königin. Bei uns ist es jetzt so, ihr seht es ein bisschen im Hintergrund, die Kirsche blüht noch nicht, die Zwetschge blüht, der Raps wird schon leicht gelb. Ja, ich habe bei manchen Völkern leider noch die Mäusegitter dran, die müssen jetzt weg. Und dann arbeiten wir uns mal durch den Bestand. Wie gesagt, ich bin in diesem Jahr ein bisschen noch gehandicapt und hoffe aber, dass ich da jetzt das ein bisschen aufarbeiten kann noch. Und dass mir da kein Ausgehverbot oder sonst was wegen Corona in die Krise kommt, ne? Weil eigentlich bin ich ja bei den Bienen immer alleine. Also da hoffe ich auf, dass wir da das alles zusammen hinbekommen und dass sich das alles wieder beruhigt. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, freue mich über eine positive Bewertung, über eure Kommentare und dann werden wir uns vielleicht beim nächsten Video wiedersehen. Also bis dann, ciao.